Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. So, ich habe jetzt gerade mal dem Jürgen den Raps vorbeigebracht. Irgendwie? Nein, mein LS gerade nicht. Aber ich habe vergessen zu gucken, wie viel ich genau hatte. Ich glaube, das waren irgendwas mit 23.000. Diesel steht, glaube ich, ganz oben, oder nicht? Ich sag einfach, es waren 24.000. Ah, haben wir hier wieder mich verdrückt, glaube ich, auf der Maus. Hey, was ist denn da los? Volker Varuna, hallo? Ja, grüß Gott, Kollerich, Bauer am Apparat. Ich bin neu in der Stadt und habe bei der supercoolen Handy-App gesehen, dass sie Arbeit suchen. Und wollte fragen, ob ich da irgendwie helfen kann. Ja, theoretisch schon. Praktisch habe ich gerade ein paar Problemchen. Ich weiß nicht, was los ist. Ja. Ich habe zwar eigentlich einen Job gerade schon vergeben, aber haben Sie ein Fahrzeug? Nein, leider nicht. Der Herr Neumann hat mich gerade mit seinem Auto auf ihn hochgeführt und wir warten da gerade auf Sie. Also wir sitzen jetzt im Auto, hören Radio und warten. Gut, ich bin gleich da. Na passt, Dankeschön. Dann tschüss. Bis gleich. Ciao. Jo. Na, dann fahre ich mal an den Hof. Ich weiß jetzt gerade nicht, was hier los ist. Meine Mausintensität hat sich irgendwie hochgestellt. So, jetzt so ist, glaube ich, normal. Ich rufe mal gerade den Jürgen an. Ich glaube, dem LU ist der. Hallo? Jo, Jürgen. Hier Moin. 24.000 Liter Raps waren's. 24.000? Jupp. Eine andere Sache. Wie läuft denn die Kredite? Da haben wir ja schon mal drüber geredet, ne? Ja. Genau, das ist schon ein bisschen lachhaft, ne? Warum? Dass man nicht einfach sagen kann, man nimmt einen Kredit von 100 Millionen. Ja, und dann kannst du nicht zurückzahlen. Du musst ja irgendwelche Sicherheiten bieten, also. Den kann ich ja zurückzahlen, das ist ja kein Ding. Das sagt jeder. Diese Produktion bringt genug ein, das ist nicht das Thema, aber 15.000 kriegst du von mir. Jupp. Was ist denn da los, meine Herren? Scheiß im Dreck hier. So. So ist gut. So, jetzt müsste es passen. Yo. Ups, also. Müsste da sein. Wo ist denn der jetzt hin? Ja, da war doch. Ach, da ist er. Okay, ja, kam an. Vielen Dank. Jo, tschüss. Bis dann, tschüss. Guten Abend. So, ja, servus. Das muss man auch mal sehen. Ja, wie heißen Sie jetzt nochmal? Kollerich Paul ist mein Name. Ich bin da von der Gemeinde Mühlkreis herzogen und wollte jetzt einmal durchklingeln. Der Herr Neumann hat mir schon ein bisschen die Gemeinde gezeigt. Mhm. Und jetzt wollte ich nur fragen, wie es ausschaut, ob Sie vielleicht Arbeit hätten für mich, weil er meint, Sie haben sowieso ein bisschen ein Defizit bei den Arbeitern. Ja, das stimmt. Mein Mitarbeiter ist die zweite Woche in Folge weiß ich, was mit dem ist. Nicht Krankenstand da. Oder was? Meldet er sich nicht? Ja, keine Ahnung. Keine Krankmeldung, nichts. Also okay, auch nicht. Das ist aber auch nicht in Ordnung. Da schnappen Sie sich. Sie haben hoffentlich den T&L-Führerschein. Ja, sicherlich. Okay. Wenn nicht, hätten Sie den bei mir machen können. Nein, dann habe ich. Wie gesagt, okay. Ich war ja schon auf der Mittleres Mittelland im LU tätig. Ah, okay. Dann schnappen Sie sich gerade mal den Xerion und wechseln Sie mal auf Breitreifen oder auf Standardreifen. Und dann bei Feld 109 Tiefenlockern.
Im tiefen Lockrohr steht dann. Passt perfekt. Mach mal. Gut, danke. Tschüss erstmal. Gut, dann laufe ich mal gerade noch rüber zum Sägewerk. Und guck mal, was da los ist. Ich. Neumann! Ja, servus! Ja, du treibst dich aber auch überall bei mir rum. Erst an meinem Hof, jetzt hier. Ja, ich hab den Paul vorbeigebracht. Jo, der tut jetzt mal ackern auf meinem Feld. Jo. Oh Gott, was macht denn der da, ey? Vor allem mit dem kleinen Anhänger holt er hier, will er 5 Paletten transportieren. Ja. Soll ich mal Polizei anrufen? Das wäre gemein, oder? Ja. Ich muss mal gerade gucken, ich glaube. Naja, Hackschnitzel sind alle. Muss ich noch auffüllen vor der Nacht. Ja. Mal gucken, dass der Gas gibt hier. Sonst bei dir alles tut die? Ja. Das hört sich ja nicht so gut an. Es geht. Und halt nichts zu tun. Ach so. Hey. Kannst bei mir anfangen. Dann heißt es irgendwann hier Großbetrieb. Ja. Was macht denn der hier? Warte mal, ich schwatze den mal an. Jo, ich bin weg. Jo, bis denn. Tschüss. Drissler! Ah, ja? Jetzt. Warst du am Telefon oder was? Ja. Ja, man hat's gesehen, ging nichts. Mit einer Hand funktioniert es halt nicht. Ja, das lässt sich nicht besser stoppen. Ja. Gib mal Gas, ich brauche den Telelader. Ich muss hier wieder Hackschnitzel nachfüllen. Ja, ich geb Gas. Ich habe jetzt noch 2 Paletten, eine dann. Jo, gut. Frage ist, ob beide draufpassen. Ja, lass dich bloß nicht von der Polente erwischen, ne? Aber ist ja in denen ja ein Auftrag. Ja, aber die Ladung dafür bist du selber verantwortlich, ne? Ja, die ist ja gesichert. Perfekt. Ja, gut. Dann weitermachen. Tschüss. Ja. Herr Loll, der hat einen Freund. Der hat eine Gabel dran, aber er nützt meinen an der Dingens hier. So, das ist das. Muss ich gerade mal gucken, ob ich. Ah, ich muss Oh, Mist. Da brauche ich ja den Johnny, ey. No one see this. So, dann hole ich mal schnell der Anhänger. Ist der schon durch? Ja.
Mist. So, muss ein bisschen Gas geben, sonst reicht es die Zeit nämlich nicht. Vorm Schlafen, das wäre ungeschickt. Das Wild aufscheuchen. Varuna, wo sind denn? Ja, hallo. Ah, hallo. Der Teleskoplader ist jetzt wieder frei. Jo, passt, danke. Jo, bitte. Tschüss. Moment, hier. Ja. Gebe Ihnen gerade die Rechnung mit für die Herren. Ja. Moment, ich muss gerade mal. Ich schreibe die mal per Hand. Moment. 600 mal 5 gleich. Mal 8.800 Euro steht auf der Rechnung. Okay, gebe ich so weiter an die Herren. Jo, danke, tschüss. Bitte, tschüss. Kann man was nachgucken? Achso, der ist ja da dran, nicht hält. Eine schöne Arbeit mit dem Kran. Thank you.
Ach, jawohl. Es ist doch schon ausgefahren. Vielleicht wird der Helfer, der, wie ist der, Kolaritsch, vielleicht wird er sogar heute Abend noch fertig. So, aber das war's auch schon wieder für die Folge Real Farming Alice 19 meets Reality. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, schaut gerne morgen wieder rein, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.